Ist deine Aufgabe. Ich bin übrigens mit voller Energie jetzt wieder schlafen gegangen. Ach scheiße, wir haben schon 23 Uhr. Ja, warum zum Henker baust du denn da nicht noch? Also machst du denn nicht noch Hab irgendwas? Ich versucht, aber da war nichts mehr mit abbauen. Da ist doch mehr als genug. Da sind noch Bäume, da sind Steine. Nein, sind alles weg. Oder Angeln. Und Angeln verbraucht kaum Energie. Kannst den ganzen Tag angeln, also hast du abends noch halbe Energie. Wenn ich jetzt hier eine Runde drei Sachen, die ich da ab... Irgendwie bist du immer noch abgehackt. Eins. Warte. Das ist mir wert zu verbrennen. Zwei, drei. So, ich habe drei Bäume gefunden. Die hättest du locker noch machen können. Die Batterie ist alle. Von? Von der meinem Quarkfrosch ist die Batterie alle. Der Quarkfrosch kam von dir? Ja. Warum machst du sowas? Warum nicht? Es ist ein Kuscheltier, das quakt. Oh, jetzt kann ich auch Standarddünger und Vogelscheuchen herstellen. Kann ich Standarddünger schon herstellen? Wusste ich gar nicht. Düngst du nicht, wenn du schon kannst? Wusste ich nicht. Habe ich nicht realisiert, dass ich düngen könnte. Vogelscheuche konnte ich, aber düngen konnte ich, glaube ich, nicht. Hä? Aber das kann man ab Arbeit 1. Ich habe wahrscheinlich einfach nicht reingeguckt. Wo ist denn der Dünger? Da ist er doch. Ja, kann ich. Harz. Na gut, denke ich. Stell mal ein bisschen Dünger her. Ich habe wieder einen Brief. Ich auch. Robin, Steine. Und noch ein Brief. Verschwunden, Lieblingsaxt verloren. Ich kann Dünger über meinem Kopf tragen. Achso, muss vor den Pflanzen zugefügt werden. Ja, pflanzt du jetzt was? Nee, du müsstest erstmal Samen kaufen. Ah, da oben läuft mein Wuffi rum. Ja! Komm her, Knuddelwuffi! Hast du Halluzinationen? Ach da. Ja, ist er doch, er ist so süß. Toll, er mag mich. Boah. Ja, verdammt, der blöde Hund mag mich auch noch. Weil ich eine Katze will, aber ich werde ihn ak. Luis. Wir müssen 2 Gold ausgeben irgendwo. Hast du eine gute Idee? 2 Gold? Wie kommst du denn jetzt auf 2 Gold? Ja, guck mal auf unseren Goldstand. Wenn wir jetzt 2 ausgeben, haben wir 137. Nicht 137, 1337. Warum? Lead speak. Lead 1337. Du kennst auch gar nichts. Du kannst schon Nerd nicht, ey. Das erinnert sich. An dir ist die komplette Nerdkultur vorbeigegangen und du behauptest, du wärst ein Nerd. Ich habe nie gesagt, dass ich ein Nerd bin. Wenn überhaupt, bin ich ein Geek. Das ist doch das Gleiche. Nein. Das ist nur ein anderer Begriff für den gleichen Inhalt. Stimmt nicht. Ein Nerd ist meistens wissenschaftlich gut versiert und studiert Physik oder irgend so Kram. In diese Richtung. Als ob aber. Im Keller und mag Videospiele und Star Wars. Und ein Geek. Aber du magst Videospiele und Star Wars. Und ein Geek hat keine naturwissenschaftliche Ausbildung und mag nur Star Wars und Videospiele. Ja, aber trotzdem, Geek zählt auch da rein. In dem Fall. Das ist egal. Ja, in dem Fall schon. Ja, gut. Hast du auch eine Zwischenfrequenz? Nein. Pfui, es stinkt. Ich bin nach unten gelaufen, ach so. Ja. Beim Ausgang war ich lustigerweise schon ohne, dass ich die Zwischensequenz hatte. Ich eigentlich auch, aber warum ist die verschlossen? Ich will die Kanalisation erkunden. Ich denke, Gunther hat den Schlüssel. Professor Gunther? Der Mann, der das Museum leitet? Warum denkst du, dass er ihn hat? Ich habe mal einen großen, alten, rostigen Schlüssel aus seinen Taschen fallen sehen. In eine gruselige Kanalluke wie diese kann nur ein großer, alter, rostiger Schlüssel passen. Rennt, lauft, das Monster aus dem Kanal kommt. Irgendetwas darin bewegt sich. Und jetzt gehe ich auch noch näher ran. Eigentlich müsstest du das bekommen. Du hast doch vorhin so diese Giftmüllanlage gesehen. Ich hab's auch gerade. Ich bin hinterhergegangen. Ja. So, bei mir ist es fertig. Bei mir noch nicht. Irgendwas bewegt sich, bin ich gerade. Ah ja. Blub, 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 blub. Ich bin ein unerschrockener, erwachsener Mann. Da ist nichts.
Ah doch, ist doch was. Oh, das... Scheiße, ich habe Mani eine Kartoffel gegeben und nicht Lea. Ich dachte, das wäre Lea. Wer war denn Lea? Bintu, ha, ich habe Lea gefunden. Wo ist sie denn? Hier unten. Die ist rechts aus ihrem Haus, unten rechts raus. Nee, nicht unten rechts. Da, wo die... Oben rechts. Läuft sie gerade rum. Ich brauche noch eine Kartoffel. Also warte mal, sie ist im am Dorf. Am Wasser. Nee, nicht im, im Dorf. Da, wo die... Wo, in dem Gebiet, wo das Dingens war. Die Zwischensequenz gerade. Ich komme. Halt sie fest. Ich angel die Kartoffel. Ich angel neben ihr. Sie ist ein Stück am Wasser lang nach links unten gegangen. Ich schaff das. Ich renne, ich eile, ich fliege. Ich habe die Kartoffel in den Händen. Wolltest du nicht auch die Quest annehmen mit der Kartoffel und die eine Hab ich schon abgeschlossen. Ach so. Oh, du Glückspilz. Ich habe halt spontan Lea gefunden. Wo ist denn jetzt das Wasser? Warte, ich glaube, ich höre dich angeln. Ja, kann auch so durchaus sein. Die steht direkt neben mir immer noch. Links am Wasser entlang. Ah ja, da. Ja. Nee, warte mal, man darf es ja nicht als Geschenk machen, wenn sie anspricht, ne? Als Geschenk. Oh. Cool. Das ist quasi Monster Hunter hier, was ich gerade mache. Und mit Fischen. Yay! Yeah. Warum hast du dein Geld noch nicht abgeholt? Oh, muss ich das mal machen. Ja, weil ich das mal vergesse, dass man das noch im extra Menü machen muss. So, und jetzt muss ich mal Luis noch finden. Und dann haben wir, oh, dann haben wir die ersten 2000 jemanden vom Rucksack können. Ja, du wolltest doch den Rucksack haben, damit du in die Mine gehen kannst. Ja. Aber ist nicht so schlimm. Aber wir sehen ja dann heute Nacht noch, was du kriegst. Speichert ja erst, wenn man geschlafen hat. Das will ich hier. Nö. Ja. Das abgeben. Ich kann mal das erste Bündel fertig machen im Gemeinschaftshaus. Ich muss nämlich noch einen Rettich abliefern. Dann haben wir nämlich das erste Set schon fertig im Gemeinschaftsdingens. Oh, nice. Das Frühlingsding. Shay. Shay. So Shay. Shay heißt doch die Hure von Tyrion Lannister. Keine Ahnung, was du für Huren kennst. Game of Thrones? Nicht geguckt. Ich gucke auch nicht. Ich höre mir das Hörbuch an, weil das viel, viel besser ist als die blöde Serie. Tatsächlich. Ich habe weder Hörbuch noch Buch gelesen. Also, das Krasse ist... Noch die Serie. Ich habe mir die Serie versucht anzugucken. Ja. Und die fand ich doof tatsächlich, weil... Bevor du das Hörbuch kanntest? Ich habe so ein bisschen parallel angefangen, weil ich beim Hörbuch nicht mitgekommen bin mit den ganzen Namen. Tatsächlich. Für Frühlingsart 30 Stück haben wir noch bekommen. Cool. Und das eigentliche Problem ist, dass die Serie aus irgendeinem Grund viel gewalttätiger gemacht ist, indem man halt Details von Szenen ändert. Zum Beispiel gibt es eine Szene, wo eine Frau verkauft wird, in Anführungszeichen, an den Typen als halt, ne, Frau halt zum Heiraten. Mhm. Und er sie in dem Buch aber eigentlich voll zärtlich behandelt und ihr sozusagen die Angst nimmt, die sie vor ihm hat. Mhm. Und in der Serie ist es quasi, er vergewaltigt sie. Ich glaube, das habe ich sogar gesehen. Ist das in der ersten Folge? Ja, es ist zumindest eine der ersten. Eins oder zwei. Dann ist es die erste, weil da, ich wurde tatsächlich mal dazu genötigt von einer Freundin, obwohl ich gar keinen Bock hatte. Das hat natürlich das Feeling für die Serie nicht besser gemacht, wenn du keine Lust hast, gerade eine Serie zu gucken und dich jemand fast dazu zwingt. Aber das ergibt halt, manche Sachen ergeben dann im Dingens keinen Sinn. In der Serie bin ich der Meinung. Also weil es einfach zu schnell geht. Weil gerade diese Frau dann plötzlich irgendwie eine Folge später quasi extrem trauert, dass ihr Mann gestorben ist und sowas. Obwohl das halt eigentlich über Wochen und sowas im Buch auch hinzieht, über viele Seiten. Wo du halt das Gefühl hast, so. die wird schon, entwickelt sich halt und sowas. Komplett weggecuttet. Wie gesagt, die einfach nur die Szene, wo sie quasi ihre Hochzeitsnacht haben, dass er halt eigentlich voll zärtlich ist und sie nicht einfach nur nimmt. Keine Ahnung, warum sie das gemacht haben. Ach, weil die Zuschauer sowas sehen wollen. Das ist ein guter Aufreißer für die erste Folge. Ich hab den Frosch schon irgendwie 10 oder 15 Jahre, das ist die Batterie alles voll kacke. Kann man den nicht nachträglich noch holen? Nee, da müsste ich ihn aufschneiden. Das ist so ein Werbegeschenk gewesen, das geht nicht zum Wechseln. Voll der süße Frosch.
Wenn du jetzt einen Stream von mir anhattest, könntest du es sehen. Ich guck's mir in deiner Zusammenfassung. Ich muss das noch ins Bett schaffen. Nein! Und lustigerweise, das Weißabgleich spinnt hier bei meiner Kamera rum, sehe ich gerade. Man kippt doch nicht um 1 Uhr, sondern wahrscheinlich erst um 2. Sag ich ja. Ab 1 Uhr kriegst du aber Abzug. Ach so. Ich hab's nicht mehr geschafft, Sachen reinzulegen. Ist okay. Dann verabschiede dich mal von deinem Zuschauer. Ja, das ist relativ einfach. Ich sag einfach Tschüss und such mir jemanden aus, den ich jetzt hoste. Mal gucken, wen ich da finde.